Eine der wichtigsten Dinge in dieser Zeit ist es, wieder zu uns zu kommen, zu unserer Mitte zu kommen. Und dafür ist es sehr hilfreich, ganz bewusst und ruhig wieder zu atmen. Nicht uns was zu zwingen, sondern es kommt automatisch, wenn du hineingehst in den runden Atemfluss, wirst du merken, dass du von Tag zu Tag zu Tag ruhiger wirst und dein Atemfluss besser fließt. Ich schon sagte, alles will fließen und dein Atemfluss ist ein Symbol für die Art, wie du lebst. So wie du atmest, so lebst du. Und umgekehrt, wie du lebst, so atmest du, hast einen unmittelbaren Einfluss auf die Art und Weise zu atmen. Und wenn einer kurzatmig geworden ist, dann hat er eben viel gedacht, Unwahres gedacht, unbewusst gelebt und sich selber von sich selbst wegbewegt. Heißt, wir flüchten von uns selbst weg. Nicht nur die Flüchtlinge sind jetzt da, sondern wir sind selbst Flüchtende. Wir flüchten von uns weg, vom Sinn des Lebens, lenken uns ab vom Wesentlichen. Und dazu möge diese Meditation jedem dienen. Schließ bitte deine Augen. Ich tue es auch. Und geh in einen runden, tiefen Atemrhythmus ohne Anstrengung. Am Anfang magst du 2-3 Mal tief ausatmen, nach dem Motto, wenn du viel Druck drin hast, mal 2-3 Mal die Luft rauslassen. Und nochmal. Und jetzt geht's leichter, in einen runden, sanften Atemrhythmus zu gelangen. Und du atmest bitte so tief ein und aus, dass sich Brust und Bauch leicht heben und sinken. Und gehst mit deiner Aufmerksamkeit aus deinem Denken raus in die Wahrnehmung deines Atemflusses. Und entspannst dich noch mehr. Und nimmst wahr, ob dein Atemfluss leicht, frei und harmonisch fließt. Und auch wenn er das noch nicht tut, atmest du so, wie es dir am bequemsten ist im Moment. Bitte nichts erreichen wollen. Dich zu nichts zwingen. Atme. Mit deiner inneren Stimme sagst du den Satz, den ich schon nannte: Alles in mir darf jetzt da sein. Ich bin bereit, es zu fühlen. Und du beobachtest, ob du dich anstrengen musst beim Einatmen oder beim Ausatmen. Oder ob es leicht und frei fließt. Nicht wenige haben beim Einatmen das Problem oder die Schwierigkeit, genug Luft zu bekommen. Sie haben das Gefühl, ich bekomme nicht genug Luft, weil eben vieles draufgelegt wurde auf die Brust, auf das Herz und es eng wurde. Und du beobachtest, wie eng es ist oder wie weit es ist und beides ist in Ordnung. Du atmest einfach weiter, so gut du kannst. Und entspann dich noch mehr und genieße es jetzt bitte, wenn du kannst, mit dir zu sein. Das hier ist die Grundform menschlichen Lebens. Du sitzt entspannt und atmest. Und beobachtest dein Inneres, zunächst deinen Atem. Und manche haben das Gefühl, sogar beim Ausatmen sich anstrengen zu müssen, als ob sie das Eingeatmete rausdrücken müssten. Beobachte, ob es bei dir leicht und frei und harmonisch hinausfließt. Und je länger du das in Ruhe tust, einfach ein- und ausatmen,
desto leichter wird es, desto mehr kannst du sogar genießen. Und immer wenn dein Kopf sich einschaltet, was soll das hier, wie lange soll ich noch und so weiter, schön atmen und mit der Aufmerksamkeit zurückkommen zu deiner Brust und zum Wahrnehmen des Ein- und Aus. Und das machen wir jetzt 2 Minuten. Und dann nimmst du etwas tiefere Atemzüge und öffnest deine Augen, bewegst dich ein wenig und kommst dann wieder bewusst und ruhig hierher zurück ins Hier und Jetzt. Und bist wieder da. Das waren im letzten Abschnitt 2 Minuten nichts anderes tun als ein- und ausatmen. Und auch wenn dein Kopf vielleicht sagt, so einfach, was nichts Schwierigeres, das ist die Basis. Das ist die Basis, wieder zu dir zurückzukommen. Und wenn du in ein harmonisches, zentriertes, vertrauensvolles Verhältnis zum Leben, in deine Mitte, in deine innere Ordnung wieder gelangen möchtest, dann empfehle ich dir sehr, diese 2 Minuten Meditation 3-mal am Tag zu machen. Und du wirst dich wundern, welche Früchte das tragen wird. Meine herzliche Empfehlung. Denn es geht nochmal wiederum in deinen Rhythmus, in einen Urrhythmus zu kommen, der mit deinem Herzen übereinstimmt. Wir sind aus dem Rhythmus gefallen, weil wir eben viel zu schnell eingeatmet und zu wenig und unbewusst ausgeatmet haben. Wir haben uns die Luft genommen. Und darum werden wir jetzt angehalten. Das ganze System wird angehalten. Das überhitzte System von Wirtschaft und von Leben wird abgekühlt. Und das ist bei sehr vielen einzelnen Menschen auch bitter notwendig. Und darum, solange du klagst, was du alles nicht kannst jetzt und sonst was, kannst du machen. Wie gesagt, das ist Opferbewusstsein. Wenn du dich liebst und etwas für dich tun möchtest im Sinne der Selbstliebe, dann mach diese, der eine oder andere Meditation, aber diese täglich 1, 2, 3 Mal. Besonders dann, wenn du merkst, jetzt bin ich wieder irgendwie unangenehm, ich fühle mich schlecht oder bin aus der Mitte gefallen oder bin gerade wieder am Zetern, Mordio schreien und am Anklagen, dann sofort Stopp. Dein Zimmer gehen, zur Not aufs Klo, atmen, da sein. Danach bist du in deiner Mitte. Kannst auch mal eine Kerzenmeditation machen, auf YouTube findest du die auch. Dann stellen wir uns die Kerze vor, das ist über 1 Minute haben wir die da gemacht, dann bist du auch in deiner Mitte. Aber dieses Atmen, was hier geht, jetzt bitte ich um unser Verhältnis zum Leben, um das Annehmen und das Loslassen, das ist das Grundverhältnis. Und das hängt davon ab, wie es hier geht, ob du sagst, ich habe auch Lust zu leben. Dein Verhältnis zum Leben selbst steht jetzt auf dem Prüfstand. Du wirst, das Leben fragt dich, und wie hältst du es denn? Hast du überhaupt Bock zu leben? Macht das Sinn, die Art und Weise? Willst du zurückkommen zum Sinn deines Lebens, den keiner vorschreibt? Du kannst
selber bestimmen, welchen Sinn du deinem Leben geben willst. Ja, ob du Werte wie Gemeinschaft, Mitgefühl, Verbindung und Verbundenheit, Unterstützung, Geduld, Dankbarkeit, Wertschätzung, Respekt, Achtung leben willst. Und wenn ja, dann fängt es bei dir selbst an. Man nennt es Selbstwertschätzung, Selbstrespekt, Selbstachtung, Selbstliebe. Meine herzliche Empfehlung, fang bei dir an.